Willkommen zurück und weiter geht's auf der Suche. Hier ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Auf der Suche nach der Kürbisfarm. Jetzt gehen wir aber trotzdem erst einmal daher. Und jetzt probieren wir uns doch einmal einfach da durchzusneaken. Vielleicht wäre eine Schusswaffe dann doch besser gewesen. Oh, ein LKW. Oh. Oh, schade, stirbt das jetzt nicht? Oh, doch, es stirbt. Kann ich dich häuten? Du kannst hier heute in dein Geschäft oder zu einem guten Preis verkaufen. Köder. Bei der Jagd kannst du heute oder Köder sammeln. Rüst deinen Köder über das Waffenrad aus, drücke R1. Und bla bla. Wird angelockt, ne? Kampfpfeilen erledigst du. Okay, was habe ich denn erhalten jetzt überhaupt? Köder. Herausforderung abgeschlossen. Gehäutete Hirsche. Ein Vorteilspunkt erhalten. Aber. Oh nein, was jetzt passiert? Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten und neue Vorteile freizuschalten. Vorteile schalten neue Geräte und Fähigkeiten frei. Außerdem verbessern sie dein Inventar und deine Spezialisten. Okay, mit einem Punkt. Ah, der zeigt mir auch gleich an, was ich machen könnte. Fallschirm. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Kletterhaken. Trage mehr Faustwaffenmunition und Nahkampfwaffen mit dir. Nahkampfausrüstungstasche. Trage mehr Faustwaffenmunition und Nahkampfwaffen. Das machen wir einfach jetzt einmal. Oh. Das klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hauptsache, wir haben jetzt einmal was erworben. So. Was ist denn hier eigentlich alles passiert? Oh nein, das war noch daneben. Oh nein, das war auch daneben. Habe ich denn keine Munition mehr? Kann ich Munition herstellen? Pfeile? Oh, was gibt's denn hier? Ach so, ich kann hier Pflanzen und Tränke und so herstellen. Okay. Aber ich habe jetzt gar keine Munition mehr für den Bogen. Das ist ja schlecht. Jetzt habe ich hier bloß diese Pistole hier. Halt, warte mal, was war denn in dem LKW drin? Jetzt gehen wir nochmal zu dem LKW. Weil irgendwas war ja in dem LKW. Okay, Baseballschläger. Nehmen wir mit. Pistolenmunition.
Pfeile, Pfeile. Nitro. Nein, ich will... Leidensgeschichte. Mama, bitte sag Papa nichts. Ich verstehe nicht, wie er auf diesen arschgesichtigen Vater Josef hören kann. Schießt er sich jetzt diese Erntegruppe an, um was zu tun, gegen unsere Nachbarn zu kämpfen? Jack und ich sind in der Rangerstation, wo er es letztes Jahr gearbeitet hat. Uns geht's gut. Wir werden abhauen und heiraten und ein echtes Leben beginnen. Bewaffnete Leute von Eden's Gate... Soweit das Auge reicht, bitte pass auf dich auf und versuche Papa zu Verstand zu bringen. Okay. Ich hätte jetzt aber trotzdem gerne wieder den Baseballschläger. Der ist cooler. Oh, ich glaube... Oh, aber jetzt geht er nochmal auf, hä? Okay. Oh, hier finde ich überall Pfeile, aber ich habe trotzdem bloß 3. So, das sind die Pfeile, die ich hier verschossen habe, ne? Da, da, da. Erst einmal plündern. Alles ausrauben, was es so gibt. Ein Auto kann man nicht fahren. Was gibt es da noch Schönes? Pfeile plus 8. Das finde ich gut. Pistolenmunition, Gehäuse. Oh nein. Ich glaube, die könnten auch gefährlich werden für mich. So, was mache ich denn jetzt überhaupt? Gehe ich jetzt den gleichen Weg wie vorhin? Und sterb dann? Sind hier eigentlich keine Pflanzen, die ich aufsammeln kann? So. Jetzt muss ich mal hier nochmal gucken. Weil hier war nämlich ganz schön was los. Okay, der. Da oben ist jemand. Und die sind ja gleich hier mit der Shotgun auf mich los. Das war eher nicht so cool. Ja, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Bedrohte Zivilisten, um Widerstandspunkte zu erhalten. Ja, die sollte ich retten. Okay, schauen wir mal, was das bringt. Töte Sekten-VIPs, um Widerstandspunkte zu erhalten. Wer ist denn das? Ach, der da vorne. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Wir müssen die Vergangenheit abwaschen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Takedown. Takedown. Ich habe gesehen, wie Merle zum Trailerpark fuhr, kurz bevor die Sekte angerollt kam. So wie ich ihn kenne, sucht er nach Ärger. Ich hoffe, er will das nicht alleine durchziehen. Bis nächstes Mal. Wer seid denn jetzt ihr? Oh, da hinten ist auf jeden Fall jemand. Die sind bei mir in diesen weißen Trucks vorgefahren und ich bin einfach losgerannt. Ich habe alles zurückgelassen, aber wenigstens lebe ich noch.
Granaten, Munition, auf jeden Fall war da jemand gerade noch. Oh shit, wo ist denn der? Oh, du kleiner Mistköder, ey. Als würde ich ihn nicht treffen. Ja, die ist natürlich schon auch gut hier, die Waffe. So, mal schnell den da noch looten. Hallo? $6 der bloß. Ist ja gar nichts. Okay, wer war jetzt da oben noch? Wo ist denn jetzt der Kumpel, der da um Hilfe geschrien hat? Mighty Blood. Erst umeinander schreien. Oh, weil jetzt kommt wieder Musik, die ganze Monetarisierung kaputt macht. So, was kann ich jetzt hier? Das Teil hier muss ich in die Luft sprengen. Ich kann doch dann nicht endlos da drauf zuballern, oder? Oh, fuck, anscheinend schon. Vielleicht sollte ich da lieber mal ein paar Schritte auf die Seite gehen, wenn das Teil geflogen kommt. Jetzt geht's wieder ab. Ja, wir sind ja da. Warum soll ich auch den Vater treffen wollen? Es reicht doch, wenn ihr ihn selber stürzt. So, das dauert mir hier jetzt alles zu lang. Willst du mir jetzt erzählen, die sind schon wieder da? Nee, der Kumpel ist da. Das habe ich schon gedacht, ey. So, wo sind sie denn jetzt? Da hinten sind sie. Hast absolut recht. Komm, das Auto muss weiterfahren, dass der auch noch anhält. Ja, sag mal. Uiuiuiui, sind die schnell, ey.
Warum sind denn da so viele? Wahnsinn, was ist denn hier los, ey? Warum sind das lauter solche Verrückten hier? Wollte doch eigentlich bloß das Silo hier in die Luft springen. Der hat ja ultra auf mich abgesehen hier. Ja, die sind schon gefährlich da. Puh. Die Waffe ist echt gut. Jetzt geht mir langsam die Munition aus. Ich frag mich auch. Oh, Zivilist habe ich wieder gerettet. Ich glaube, hier muss man einfach viel offensiver vorangehen. So, den habe ich den schon geplündert. Nee. Ja. Wie viel sind denn hier noch? Sag mal, ist das hier die unendliche Geschichte oder was? Ich box dich. Oh, jetzt habe ich ihn aber gescheit durchlöchert. Ja, wo kommen die jetzt alle her oder mache ich hier irgendwas falsch in dem Spiel? Springe ich auf jeden Fall mal das Teil hier in die Luft. Egal, was jetzt passiert. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal das Silo zerstört hier. So, und jetzt brennt da mal alles. Und vermutlich gleich ich auch, wenn ich nicht aufpasse. So, jetzt gehen wir mal weiter. Das gibt's ja gar nicht. Brauche für 100 Meter brauche ich hier 3 Stunden. Hat mir das jetzt eigentlich irgendwie einen Vorteilspunkt bekommen oder gar nichts, ne? Hat sich ja nicht wirklich rentiert jetzt. Oh, was ist da los?
Das ist ein Bär. Das scheint mir noch ein bisschen gefährlich. Oder kann ich einen Bär schon umbringen? Dann müsste ja fast hier Dynamit werfen. Oh fuck. Das war ein bisschen spät. Also so sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Warum sind jetzt da schon wieder Leute? Ach so, die sind jetzt da mit dem Auto herkommen. Die denn? Okay, ich habe jetzt halt aber gar keinen Bock hier gegen die da zu spielen. Ich begebe mich jetzt mal hier nach oben. Uiuiui. Da geht schon wieder gut ab. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann ich die Schlange noch finden. Deputy, wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Pumahaut. Jetzt habe ich keinen Punkt bekommen. Warum bekommt man bei einem Puma keinen? Jagd? Hasen? Ich brauche 4. Uiuiui, ich weiß noch gar nicht, wo der herkommt. Ist ja Wahnsinn, wie es hier abgeht, ey. Schön, dich hier zu sehen. Bei Ray Ray bellt schon seit Stunden ein Hund. Es kann eigentlich nur Boomer sein. Irgendwas stimmt da nicht, weil er sonst immer still ist. Ja, dann gehen wir halt da mal hin. Boomer, das ist der Hund, den wir bekommen. Den man in jedem Trailer gesehen hat. Wir müssen jetzt aber erst einmal die Lage klären hier. Da. Oh, das ist nur eine Vogelscheuche. Ray Rays Kürbisfarm ist jetzt da. Schleichen wir uns mal ein bisschen außen rum. Mal zu sehen, was es da noch gibt. Ist es so, dass man wieder das Tor aufmachen kann? Das wäre natürlich schon lustig.
Ansonsten muss ich bloß aufpassen, dass die hier keinen Alarm auslösen. Und normalerweise dürfte das hier ja kein Problem sein. Lalala, das war vielleicht eine schlechte Position. Was ist das? Ich glaube, das war's. Oh, kann ich die Kasse plündern? Juhu, Kasse geplündert. Wie kann ich dich denn rauslassen, kleiner Freund? Was, da wollte ich doch gar nicht hoch. Lesen. Dieses Tier ist ein Champion. Schickt ihn zu unserer Festung auf die andere Straßenseite und lasst ihn nach Norden bringen. Mein Bruder soll entscheiden, wie stark er wirklich ist. La, 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 la. Naja. Story-Mission. Der beste Freund des Menschen. Und jetzt kommst du mit mir, kleiner Mann? Wie kann ich das denn auswählen hier? Helfer. Nicht verfügbar. Hallo? Streicheln. Ja. Abgeschlossen. Spezialisten. Sind Helfer auf Abruf, die Vierbeiner auf Abruf, die verfügbar werden, sobald ihre Mission abgeschlossen hast. Sind sie mehr fähig, haben anfangs spezielle Fähigkeiten. Jeder Spezialist kann vorteilsmäßig verbessert werden, um die Angriffszeit zu verringern. Ja, und wie kann ich dich jetzt einsetzen, mein kleiner Freund? Oh, jetzt kann ich dich anwählen. Markiert Gegner in der Umgebung. Apportiert dir manchmal die Waffe nach einem Angriff. Zugewiesen. Okay. Was macht er denn? Hey, Jungsfreund. Ray, zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Siebsippe. Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund, der wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst. Verstanden! So, jetzt hätte ich gesagt, läuft's einmal. Weg mit dir. Ja, jetzt geht das wieder los. Wo kommen denn die alle her? Ach, die Ziege hätte ich ganz selber getötet. La, 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 la. Also gut, weiter geht's. Kannst du mal streicheln? Kommst du jetzt wieder mit? Wie kann ich den freilassen? Also, dass der mir wieder ganz normal folgt?
Fernglas Hund. Halten. Ah, haltendes Folgen. Jetzt hat haben wir es. Okay. Außen 800 Meter muss ich da noch. Okay.